So, Leute. Willkommen zurück zu Let's Play Parabolt. Ja, im letzten Part haben wir die Basis hier in der Druideninsel aufgebaut. Und ich habe jetzt doch eine höhere Auflösung. Sah doch irgendwie ein bisschen besser aus. So, euch nehme ich Team 1. Team 1, ja genau. Dann versuchen wir mal die Mammutfamilien zu retten. Boah, das gefällt mir ehrlich gesagt doch nicht so. Wisst ihr wieso? Das Ding ist so klein. Zoomt die Minikarte. Kann ich das nicht ändern? Ressourcen? Ah. War noch wieder anzeigen. Verwerken? Ah. Nehmen wir jetzt wieder so. Ja, okay. Komm, egal. Dürft ihr hinhauen. So. Das ist unser Team, das wir zusammengestellt haben, um die Leute zu retten. Die Mammute. So. Lanzenträger, Krieger. Und zwei Rhino-Basilist. Ballisten. Damit dürfen wir die Mammutfamilien eigentlich locker easy peasy retten können. Ich hoffe nur, die sind schnell genug. Jawohl. Jawohl. Naja. Aber die laufen immer so eine schöne Formation, ne? Das finde ich eigentlich richtig geil. Oh oh. Ich sehe ja schon Gegner. Ah. Mit Lügen los! Attacke! Bisschen Beeilung! Die verrecken grad! Beeilt euch! Bitte! Die Mammuts, sie sterben! Und Mr. Druide ist noch kein Level! Ja, okay, den einen können wir retten. Den können wir retten. Oder auch nicht. Sie sterben. Ich kann es fühlen. Ich weiß. Wie die auch gegen meinen Mammut ziehen. Sie sollen mich bekämpfen. Boah, ihr Penner. Dafür werdet ihr sterben. Wie könnt ihr es wagen, diese Mammuts anzugreifen? Die haben euch doch nichts angetan. Ihr Schufter. Ja, wer hindert denn? Ihr habt euch tapfer geschlagen. In mir wächst die Zuversicht daran, wie die Pflanzen nach einem Sommer denken. Lasst uns die anderen Mammuts suchen. Naturell, das ergibt irgendwie manchmal keinen Sinn, aber okay. Warte mal, wir konnten doch noch irgendwo so ein Upgrade. Tierfahren war ja schon alles. Okay. Haha, Mist, der erste Mammut ist so. Können wir das ja nicht irgendwie hochziehen oder so? Ja, ich weiß nicht, es gefällt mir nicht, wenn das alles so winzig ist. Fällt es mir auch sehr schwerer, die Texte zu lesen. Aber man kann die Leute besser kämpfen sehen, glaube ich. Na, ich muss mal gucken, wie das einfach aussieht, wenn ich das wechsle. Okay, wir speichern nochmal. Ja, wir haben einen Mammut verloren, wir dürfen nur 7 verlieren. Ich speichere, oder 2 ist egal. Ah ja, Cole. Ha, Mist. Jawohl. Oh, hier ist ein Busch. Jawohl. Und hier runter. Kommt. Ein bisschen Gummi. Oh, das sind ja schon die Nächsten. Ich sehe es auf der Karte. Quält sie. Okay, das fehlt schlecht gegen Tiere. Wir müssen die Speerwerferin loswerden. Die sind gut gegen Tiere. 2 Mammuts packen wir. Los, Attacke. Los. In die Schlacht. Für das Gute. Rettet das Mammut. So, der Deda. Rettet es. Macht es kalt. Macht die Vollidioten kalt. Die Mammuts, nein. Sie sterben. Verdammt. Ich kann es fühlen. Jetzt darf ich nur noch einen einzigen verlieren. Ist diese Penner. Call was ein Level up. Hervorragend. Eine weitere Mammutfamilie ist in Sicherheit. Auf zur nächsten Herausforderung. Oh Gott. Das läuft doch nie im Leben gut. Nee, das kann doch nie im Leben gut laufen.
Schon zwei Mammuts tot. Das sieht nicht gut aus. Stufe 3, was hat Tiere heilen? Gut. Junge, Junge, Junge. Das kann nicht gut enden. So, da oben ist gleich die nächste von meiner Familie. Das erkenne ich schon in diesen drei Dingern. Und ich habe mir die Karte schon ein bisschen angeschaut. Man kann ungefähr ahnen, wo ein Kampfplatz ist. Und da sind die nächsten. Was? Was soll das denn da werden? Ey, guck mal, die warten da ja schon, ne? Die warten schon so gierig, auf die Mammuts drauf zu stürzen. Oh Gott. Den können wir nicht mehr retten. Aber der eine ist da hinten. Gut, 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 gut. Los! Lass. Die Mammuts. Sie sterben. Ich kann es fühlen. Oh Gott, das sind zu viele. Cole, knall die ab. Lass das Mammut in Ruhe, ihr Schweine. Quält sie. Quält diese Mammutkiller. Mitte links. Ah, nein, das ist schlecht. Ah, der darf nicht mehr, der darf nicht mehr sterben. Komm. Oh, killt die. Oh nein, Mammut. Mammut, Mammut, Mammut. Tu mir das nicht an. Tu mir das nicht an, mein Freund. Oh Gott. Ja, und das Ding entfernen wir mal hier, dieser Bazar. Was fällt denn an, hier einen Bazar aufzubauen mit der Mammutfamilie? Also ernsthaft. Oh. Könnte ein knappes Spiel werden. Die Mammuts. Ne, ich lasse sie sterben. Das wäre erledigt. Bleibt nur noch die letzte Mammutfamilie. Oh Gott. An der letzten Mammutfamilie darf ich wirklich gar keinen verlieren, ne? Gar keinen. Könnte knapp werden. Könnte wirklich knapp werden. Aber Cole kann schon mal ein Level hochsteigen. Die Beförderung von Cole auf Stufe 4 erlaubt es ihnen, in der Waffenschmiede eine neue Einheit zu bauen. Berserker. Berserker sind mächtige Kämpfer, die sich aber nicht mehr steuern lassen, wenn sie auf feindliche Einheiten stoßen. Platz da. Dann erhöhen wir nochmal einen Druiden. Weil wir den sowieso brauchen. Und der kann Tiere heilen. Der ist auch so ein Tierfreund. Okay. Ich mag das. Ja, ich mag das auch. Da lang. Okay. Da ist der gefährliche Smilodon. Und los. Okay. Dann nehmen wir auch gleich die Kiste auf, die er fällen lassen wird. Millionen der Fruchtbarkeit. Alle Infanterie ein. Was? Was macht das Ding? Ach, egal. Es ist vorteilhaft. Also nehmen wir es mit. Komm, nimm's auf. Leute. Ich glaube, sie stehen im Weg hier, oder? Nimm. Ausgezeichnet. Die Sterne leuchten über euch und die Bäume neigen sich in günstigen Winden. Ich werde die Gabe für euch bereiten. Gut, dann macht das. Auf dem Weg. Was wir auch schon mal hier bauen können, sind zwei Berserker. Ja, können wir mal machen. Oh. Und einen Druiden. Und einen Rhino-Transporter. Für den Druiden. Nee, obwohl, Ah,
Ah, Mist, hier will ich abbrechen. Ich will doch kein Druiden. Kein Berserker. Das da. Die Druiden heilen auch so im Schlachtfeld normal. Okay. Speichern wir mal. Mal sehen, ob wir die letzte Familie retten können. Mann, wir haben schon so viele verloren. 7 Stück. Das heißt, in der nächsten Familie müssen 4 Mammuts sein. Und die, ich will keinen von denen fallen lassen. Auf dem Weg. Kann jetzt knapp werden. Ich hoffe, die 4 Mammuts kämpfen zusammen und die stürzen sich nicht auf einen drauf. Ah. Kommt. Boom, Baby. So, komm, jetzt kämpft. Heile, Druide, heile. Na, es hat nicht so funktioniert wie gedacht. Oh, den da, bitte killen. Und den dicken da. Und den da, den Ankylolud. Der Ankylosaurus. Oh, schnell die Bogenschützen, schnell. Ah, oh, das wird knapp. Stirb. Oh, Junge. Das war schon zu knapp. Ich stehe in eurer Schuld. Ihr habt die Mammuts vor einem grausamen Schicksal bewahrt. Oh, Gott sei Dank. Wir haben es geschafft. Zum Dank werde ich euch lehren, wie ihr euch die Kampfkraft der Tiere zunutze machen könnt. Apropos Kampfkraft. Das ist die feindliche Kampfkraft. Und ihre Tiere. Der Zugang zur Epoche 4 ist nun freigeschaltet. Wenn Sie über die nötigen Ressourcen verfügen, können Sie das neue Zeitalter nun erforschen. Sie könnten diesen Platz nutzen, um Einheiten zu produzieren. Diese haben dann einen kürzeren Weg in die Schlacht. Endlich Action! Boom, Baby! Sie sind eine ausgezeichnete und schnelle Möglichkeit, was? Größere Truppen zu transportieren. Achso. Allerdings benötigen sie dafür Schildkröte. So, da haben wir 3 Arbeiter. Epoche 4. Machen wir das mal. Komm. So, ich sehe schon, die 2 da kommen ja runter. Was uns fehlt, hier sind Steine. Und da oben gibt es so Steine, oder? Ja. Gibt es. Das heißt, ihr geht mal alle da rein. Komm. Alle mal schön da rein. Gut. Nein, nicht das da. Yo! Das heißt, du lässt die alle da oben raus. Gut. Yo! Epoche 4. Was ist denn das? Du Orakel. Die Druiden sind übrigens Heiler. Falls ihr es noch nicht wusstet, dann wisst ihr es jetzt. Die Mammuts. Ach, die armen Mammuts. Ich habe sie nicht alle retten können. Und da kommen die Schildkröten. Die können übrigens kämpfen, die Schildkröten. Anders als mein Schiff. Aber das interessiert den ja gar nicht. Aber das Blöde sind Schildkröten, die sind ziemlich langsam. Und haben eine Fahne. Aus irgendwelchen Gründen. So, den Elch lassen wir gleich da unten raus. Erstmal die Arbeiter, die sind die wichtigsten. Ich könnte auch meinen Arbeitsmammut bauen. Ja, der Druide, da haben wir. Okay. Wir bauen 2 Mammuts. Was gibt's? So, 2 von euch bauen ein Steinmetz. Der andere baut hier mal eine Basis, da müssen wir nicht die ganze Zeit runterlaufen.
Ja, voll. Ich glaube nicht, dass wir das brauchen. Du gehst wieder rein. Und die schmeißen wir dort raus. So, da kommen die ersten. Mal sehen, ob unsere zwei Turmverteidigung das aushält. Oh, das machen wir mal. Ja, das brauchen wir nicht. Höhere Lagerkapazität, warum nicht? Und die Waffenschmiede. Ja, komm, es müsste locker ausreichen. Ich zähle darauf, dass sie das schaffen. Der ist gut gegen Gebäude, deswegen machen wir den als erstes kaputt. Den Gebäudekiller. Der dürfte eigentlich immer exakt 50. Ja, tut es ja auch. Zur Not haben wir jetzt hier zwei Berserker. Okay, das kostet nur Fleisch. Das kostet auch nur Fleisch. Also Fleisch ist ja gar kein Problem, finde ich. Oh, das ist schon eher problematischer. Machen wir mal hier das. Da brauche ich Steine. Oh, ja, ja. Berserker. Und Mensch. Hoch mit euch. Könnte doch ein bisschen gefährlich werden. Ich hätte nicht alles auf zwei kleine Kampftürme setzen sollen. Okay. Du nimmst die Kiste. Scheint, als hätte dieses Wrack doch noch mehr zu bieten als erwartet. Wir sollten es behalten. Die Piraten brauchen es nicht mehr. Nein, brauchen sie sicherlich nicht. So, dann lässt du die da raus und dann kommt das zweite Dingelchen. So, die zwei haben gewonnen. Das Schöne an Berserkern ist, sie kämpfen alle nur gegen Einheiten. Die laufen direkt zu denen. Das heißt, man kann sie auch nicht kontrollieren. Das ist der Nachteil, aber sonst ganz praktisch eigentlich. Okay. Ich hoffe, die knallen das Ding an, bevor das zu nah am Land ist. Ansonsten kommen die Mon... Ja. Okay, schieß mal den da ab. Wo rennen die hin? Muss ich das wissen? Nein, glaub nicht. Wo rennt der hin? Wo ist denn das Raptor? Wo ist denn Raptor eigentlich? Egal. Die greifen natürlich als erstes meine Hütte an. Und noch besser meine Holzfäller. Genau. Genau. Boah, diese Spasten. Hier ist ein Gegner irgendwo. So, wo ist mein Elch? Echt? Ach, da ist der. Gut, das heißt, ich kann wieder drei neue bauen. Drei neue Holzfäller. Dank denen. Penner. Man killt mit diesem Bogenschützen als erstes. Danke. Okay. Das heißt, wir können jetzt noch die Restarmee bauen. Aber wir haben keine Hütten mehr. Also das können wir immer noch die Restarmee bauen. Dann bauen wir mal zwei Hütten. So, einmal hier. Und einmal hier. So, wenn die fertig sind, können wir weitermachen. Ne, warte mal, wir haben doch Einheiten. Hä? Wir können doch hier. Zwei Mammuts bauen wir mal. Die schufen wir ein Level. Achso, hier können wir nichts. Hier ein Bogenschützen. Ade. Der Bogenschütze sagt Ade. Wir brauchen so eine Ramme. Was können wir eigentlich sonst noch für leichte Einheiten bauen? Ah, wir können übrigens noch das da und das und das. Aber wir können auch Krieger und stinknormale. So. Dann können wir noch die hier bauen.
einen Lanzenträgerin killen wir mal. Beziehungsweise wir killen mal zwei Bogenschützen. Hier bauen wir zwei von denen. Ja, komm, ich mach mal 20 Minuten länger hier. So, die Mammuts machen wir ein Level hoch. Wir sind da. So, dann machen wir noch zwei Kampfrinos. Ja, so. Ein Kampfrino. Genau. So, dann dürfte das ja passen. So, wo ist unser Transporter? Da. Können wir noch ein Level-Ups hier? Nope. Auch gut. Die stopfen wir dann alle rein und dann machen wir oben alles platt. Ganz easy peasy. So, ich weiß aber nicht, ob das passt. Deswegen gehen schon mal die ersten da rein und die schmeiße ich dann oben raus. Die Elche bleiben da unten. Schön, gut, gut, gut. Was? Kentrosaurus. Verletzen andere Leute. Das ist eigentlich das Tolle an denen. Sie machen so einen Rundumschaden. Also alle, die in seine Nähe kommen, kriegen automatisch Schaden, ob das ihm passt oder nicht. Da passen nicht alle rein, ne? Okay, das heißt, wir schmeißen mal die ersten da oben raus. Ja, wir machen das jetzt alles nur mit einem Schiff. Na los! Hm? Garo! Yo, Kampfrino! Ein Kampfrino! Oh, guck mal hier, so ein süßes kleines Wollnashorn.